Hallihallo, meine Lieben. Ich möchte euch in einem ganz kurzen Video meine neuen Schätze zeigen. Ein kleines Unboxing. Ich habe selbst noch nicht reingeguckt. Ich habe nur den Karton aufgemacht. Und schon geht das los. Ich habe mir aus den neuen Exklusiv-Online-Produkten, die ab dem 5. März, ich bin mir gerade etwas unsicher, ich habe mir den Flyer nicht nochmal ausgedruckt, auf jeden Fall im März, Anfang März, bestellbar sein werden, habe ich mir 2 Produktreihen und ein Stempelset bestellt. Es gibt noch ein bisschen mehr, das hat mir für den Moment noch nicht zugesagt, aber diese beiden Produktreihen und auch das eine Stempelset, das musste vorab sein. Und das stelle ich euch jetzt gerade mal eben fix vor. Und zwar sind das die zauberhaften Zinien. Schön, dass diese Blumen Zinien heißen. Für mich sind das Blumen. Aber alles gut. Die sehen hübsch aus. Die sehen aus wie heißen die anderen großen noch? Geranien? Ach, ihr wisst ja, das Grüne nach oben. Ich weiß es nicht so genau. Aber ich finde die hübsch. Da gibt es in der Produktreihenkollektion das Stempelset. Es gibt die passenden Stanzformen dazu. Es gibt eine 3D-Prägeform. Es gibt das Designpapier. Und im Moment stehe ich da sehr drauf, muss ich sagen. Es gibt selbstklebende Schimmerpailletten. Also, das Stempelset ist ein Gummistempel. Dazu die passenden Stanzformen habe ich jetzt noch nicht auf meine Magnetträger gezogen, denn ich habe das tatsächlich gerade bekommen, gerade gestern, und heute packe ich das mal eben fix mit euch aus. Das sind die Stanzformen dazu. Jetzt muss ich gerade mal eben schauen, der Stempel ist als Stanze da und der Stempel natürlich auch. Das Blatt ist auch da. Und dann gibt es noch jede Menge weitere Stanzformen, wie ihr hier seht. Das hier sind Stanzformen, was denn da los? Das hier sind Stanzformen, die gleich mit eine Prägung dabei haben. Das sind diese großflächigen immer. Hier ist so ein Kranz, das habe ich in einem Muster auf der Seite von Stampin' Up gesehen. Dieser Kranz ist quasi diese Sternform hier von der Blume. Das habe ich schon gesehen. Da werde ich tatsächlich auch heute gleich mit arbeiten, denn ich habe da extra drauf gewartet, meine Kunden aus dem Januar bekommen hiermit nämlich ihre Dankekarte. Das heißt, wundert euch nicht, wenn ihr die noch nicht erhalten habt. Ich habe auf dieses Set extra gewartet. Der 3D-Prägefolder, den gucken wir uns auch gleich nochmal eben fix an. Das ist ein 6x6 Inch und solche blumigen Muster im Hintergrund sind immer toll. Da wird man auch ganz hervorragend mit der neuen Walze arbeiten können. Mal eben gucken, wie sieht man das am besten. Ja, so kann man das ganz gut sehen. Da muss ich meine Prägung mitmachen. So, und jetzt zeige ich euch das Designpapier noch dazu. Das hier sind 4 Farben. Hier stehen sie leider nicht mit drauf. Nein. Aber 2 Gelbtöne, ein Rotton, ein Grünton. Ich gehe davon aus, dass die zumindest annähernd in unser Sortiment passen, aber in jedem Fall hierzu. Wahrscheinlich werden das die gleichen Farben sein, wie wir hier drin haben. Hier drin haben wir Sommerbeere, Brombeermus, Flamingorot, Heideblüte, Limette, Zitronenparfait, Wassermelone, Waldmoos, Olivgrün, Blütenrosa, Kürbisgelb und Glutrot. Also einiges drin. Das ist natürlich sehr blumig, was ich aber sehr schön finde. Das sind alles große Blumen. Und da kann ich was mit anfangen. Hier dieses zweigeteilte, da kann man immer wunderbar Kartenaufleger draus machen. Mache ich zumindest immer. Dann ist die Karte so schön schnell fertig. Hier haben wir kleine Blümis. Hier haben wir Ton in Ton. Hier haben wir nur Blätterwerk. Und eine letzte haben wir noch. Und hier haben wir nochmal die großen Blumen etwas kleiner als hier. Mal gucken, was uns die Rückseiten geben. Grafische Muster in den unterschiedlichen Farben mit Kästchen, mit Streifen,
mit Zeichen, mit Punkten. Nochmal ein dieses grafische Muster haben wir immer mal wieder. Das finde ich total schön. Hier haben wir kleine Sternchen, also nicht in Form von Weihnachtsstern, aber so kleine Kreuzchen, Sternchen. Und das sind die Rückseiten. Okay. So, das war das eine. Und wie gesagt, das kann ich im Prinzip gleich draußen lassen. Da arbeite ich nämlich gleich mit. Und jetzt kommen wir zu dem Kaffeeset. Ich selber trinke keinen Kaffee. Habe ich noch nie gemacht. Schmeckt mir nicht. Was ich sehr, sehr schade finde, weil ich finde das so schön gemütlich, sich mit jemandem zu treffen und einen Kaffee zu trinken. Ich trinke dann immer einen Saft. Aber natürlich gibt es jede Menge Leute, die Kaffee trinken. Und so habe ich mir dieses Set auch bestellt. Käffchen heißt das. Kaffee fragt nicht, Kaffee versteht, ist auch schön. Du, ich, Käffchen, das ist eine klassische Einladung. Danke fürs Aufbauen, du bist mein Koffein. Auch schön. Diese Barista-Dinger sind natürlich toll. Das ist ein Klarsicht. Und auch dazu gibt es selbstverständlich Stanzformen. Holen wir da mal eben raus. Die lasse ich auch gleich draußen, denn ich bringe die ja immer auf meine Magnetform. Und die Stanzformen dazu, wir haben einmal die Kreise hier, damit wir das hier rausholen können. Wir haben Kaffeebecher und wir haben so eine, sowas hatte mein Mann früher auch mal, als er noch viel Kaffee getrunken hat, so ein Gerät, wo man Kaffee frisch mit aufbrüht. Wir haben kleine Tassen, wir haben einen Löffel und die anderen Sachen kann ich im Moment noch nicht. Das wird so ein Milchkännchen hier sein. Da haben wir einen Deckel für ein Kännchen, das ist eine Tasse. Das ist eine Tasse von oben, das ist die hier. Das wird die hier sein. Da muss ich ein bisschen mit arbeiten und ein bisschen dran rumprobieren, um rauszufinden, wofür ist das alles da. Lasst euch überraschen, zeige ich euch natürlich. Dazu gibt es dann auch noch selbstklebende runde Akzente mit Strudelmuster. Das ist so ein bisschen verquirltes Muster. Einen Moment, da kann man es ganz gut sehen. Es gibt ein Band dazu, das ist in einem Natur-Look, natural. Das muss ich mal eben aufmachen und einmal anfassen. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Ja, man kann sich Dinge immer gut angucken, aber erst wenn man die in der Hand hat, dann weiß man tatsächlich, worum es geht. Aha, das ist ein Juteband, relativ steif. Ich würde damit keine Schleifen binden wollen, wobei man müsste es mal ausprobieren. Das wird wahrscheinlich... Oh doch, oh, unerwartet, gut. Meine Güte, und ich als Schleifenqueen, guckt euch das an. Schleifenbinden geht, und zwar super. Aber das Band ist halt sehr fest und lässt sich daher natürlich auch sehr gut in den Untergrund legen, zum Hinterlegen eines Spruches oder ähnliches. Und das Papier schauen wir uns auch noch mal eben an. Das hat die Farben Calypso, Espresso, Zitronenparfait, Lagunenblau, Pekanuss und Blütenrosa. So, und da haben wir hier nämlich diese Tassen von oben. Und ich gehe davon aus, dass die Stanzform hier drauf passen wird. Tassen von oben. Natürlich Kaffeebohnen. Dann haben wir unterschiedlichste Becher. Und auch da wird mit Sicherheit eine Stanzform passen. Kaffee, hoch, wo kommt das denn her? Kaffeekleckse, auch sehr schön. Dann haben wir so ein geswirltes Muster, nenne ich es mal. Und hier nochmal ein Dunkel. Und die Rückseiten. Da haben wir hier Kaffeebohnen. Hier dieses klassische Barista-Muster mit dem Herz. Streifen gehen immer. Sowas kann man natürlich ganz hervorragend nehmen für eher maskuline Karten. An sich ist das, finde ich, Kaffee, kann man wunderbar was mit Männerkarten gestalten. Hier haben wir Tassen in Mini. Hier haben wir nochmal ein Muster. Und hier haben wir so Abstellkleckse von den Tassen quasi.
für den Hintergrund mit Sicherheit sehr schön. So, das war die zweite Produktreihe, die ich mir aus den neuen Exklusiv-Online-Produkten bestellt habe. Und das hier konnte ich, da konnte ich nicht die Finger von lassen. Ich finde diese Sprüche, die so langgezogen sind, sowas Ähnliches hatten wir schon mal, aber ich glaube, da waren nur ein oder zwei Sprüche, finde ich sensationell. Die sehen so schön aus. Und es ist ein Gummistempelset, das heißt, ihr bekommt richtig schöne, saubere Abdrücke. Wir haben hier Werd bald gesund, vielen Dank, alles Liebe, Glückwunsch zum Jubiläum und Save the Date. Da geht es dann um Hochzeit, nicht nur um Hochzeit, an sich um Feiern. Da freue ich mich schon sehr drauf, da werde ich auch ein bisschen was mitgestalten. Und das kann man natürlich überall raufsetzen. Also wenn ihr irgendwo mal ein Stempelset habt, wo tolle Abdrücke sind, aber die Sprüche euch nicht so gut gefallen, sowas hier ist ideal. Wie gesagt, die neuen Exklusiv-Online-Produkte sind ab Anfang März bestellbar. Ich bin mir jetzt gerade wirklich unschlüssig. Ich werde es nochmal einfügen, ob ab 1. oder ab 5. Weiß ich im Moment nicht so genau. Ich habe den Flyer nicht hier. Aber ich füge es diesem Video noch zu und schreibe es auch unten in die Infobox rein. Und ja, lasst euch überraschen. Da kommen noch ein paar mehr Projekte. Nicht Projekte, Produkte. Ich habe sie noch nicht alle bestellt, aber wenn es dann soweit ist, sind sie alle im Online-Shop verfügbar, einsehbar und ich werde sie natürlich auf meiner Homepage, die ich euch mal eben fix einblende, auch noch vorstellen. Okay, meine Lieben, das war nur ein kurzes Unboxing. Ich habe noch nicht mitgearbeitet, aber werde euch natürlich meine Kundenkarte, gleich nachdem sie verschickt ist, auch vorstellen. Ich würde mal sagen, bis zum nächsten Video und bis dahin. Ciao, ciao.